Mathe-Time! Willkommen bei Mathe mit Rick und willkommen bei einem weiteren Aufgabentypen der Stochastik. Wir sprechen in diesem Video über stochastische Unabhängigkeit und dazu folgende Aufgabe. Bei einem Festival können die Besucherinnen und Besucher die Konzerte verschiedener Bands besuchen. 30% der Festivalgäste besuchen das Konzert der Metalband Razor and Laser. Okay, 30% besuchen Razor and Laser. 3/4 der Gäste besuchen die Topband Rise of the Horny Unicorn. Das können wir nicht senden. Okay. 28% wollen die Konzerte beider Bands sehen. Okay, 30% der Gäste gehen zu Razor and Laser, 3/4 der Gäste gehen zu Rise of the Horny Unicorny, 28% der Gäste wollen sich beide Konzerte ansehen. Betrachtet werden die folgenden Ereignisse. Ereignis R, eine zufällig ausgewählte Person besucht Razor and Laser. Ereignis U, eine zufällig ausgewählte Person besucht Rise of the Horny Unicorny. Aufgabe, untersuche die Ereignisse R und U auf stochastische Unabhängigkeit. Wie immer, pausiere gern das Video, nimm dir ein paar Minuten Zeit und versuch das mal selbstständig sauber und ordentlich zu lösen. Let's go! Also ich habe ja von Metalbands keine Ahnung, aber allein wegen der Namen würde ich schon beide Konzerte besuchen. Wir wollen die beiden Ereignisse R und U auf stochastische Unabhängigkeit überprüfen. Und zumeist ist es so, dass du diesen Aufgabentypen daran erkennst, dass er ziemlich konkret auch so benannt wird. Also da steht im Abi, im Test oder in der Klausur auch wirklich sowas da wie Untersuche auf stochastische Unabhängigkeit. Also als, entscheidendes Wort oder als Signalwort oder als Signalworte können wir uns hier wirklich die beiden Wörter stochastische Unabhängigkeit merken. Wenn du das irgendwo liest, spulst du das folgende Rezept ab. Step 1, definiere die relevanten Ereignisse. R und U sind bereits definiert, das gibt uns die Aufgabenstellung hier vor. Andernfalls, ne, wenn das hier nicht dastehen würde, betrachtet werden die folgenden Ereignisse, würden wir es einfach nochmal aufschreiben. Kannst die Ereignisse auch mit E1 und E2, also Ereignis 1 und Ereignis 2 oder einfach A und B benennen, das geht auch. Ich nutze immer Buchstaben, die irgendwie auch einen Bezug zur Aufgabe haben. R, Razor and Laser, U für Unicorny, ja? R und U sind bereits definiert, jetzt geben wir die relevanten Wahrscheinlichkeiten an. Und so ist es ja häufig. Ne? Erst die Menge, dann die Mächtigkeit, dann die Wahrscheinlichkeit. Mächtigkeiten haben wir hier nicht, denn wir können die Wahrscheinlichkeiten direkt aus dem Text herauslesen. P von R 0,30, also 30%, das sind die Menschen, die Razor and Laser besuchen. 0,75 P von U, das sind die Menschen, die Rise of the Horny Unicorny besuchen. 3/4 müssen wir jetzt übersetzen in 0,75. 3/4 steht hier im Text. 3/4, das wird übersetzt mit 0,75. Und die Schnittmenge 0,28, weil 28% der Festivalbesucherinnen und Besucher eben beide Bands sehen wollen. Das sind die relevanten Wahrscheinlichkeiten. Die werden hier auch in Step 2 so formuliert. 0,30, 0,75 und 0,28. Das hier ist die Schnittmenge, die Wahrscheinlichkeit des Schnittes, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Person bei beiden Konzerten dabei ist. Step 3, wende die Formel für die stochastische Unabhängigkeit an. Das ist eine Standardformel, die du dir am besten merkst. P von R mal P von U ist gleich P von R geschnitten U. Also das Produkt der Wahrscheinlichkeiten muss die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt ergeben. Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Dann heißen R und U stochastisch unabhängig. Heißt, wir bilden das Produkt und gucken, ob es gleich der Schnittwahrscheinlichkeit ist. 0,30 mal 0,75 ist 0,225. Und das ist nicht das gleiche wie 0,28. Das wäre hier die Wahrscheinlichkeit des Schnittes. Demzufolge haben wir hier eine Ungleichheit. Und wegen dieser Ungleichheit können wir die Entscheidung treffen, dass R und U eben nicht stochastisch unabhängig sind. Nicht stochastisch unabhängig, also stochastisch abhängig voneinander. Merkt ihr gerne, wenn das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit des Schnittes, also des Schnittereignisses ergibt, dann sind die beiden Ereignisse stochastisch unabhängig, sonst nicht. Ziemlich simpel, ziemlich einfach, denn du musst lediglich die Definition der stochastischen Unabhängigkeit kennen und anwenden. Du musst hier nicht großartig rechnen, es ist ein Produkt, das du bilden musst. Meistens kann man das sogar schon im Kopf oder mit ein bisschen
scharf hingucken auch sehen mit ein bisschen Übung. Ja? Schreib mir gerne in die Kommentare wieder deine Fragen und ja, was dir sonst noch so auf dem Herzen liegt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da freue ich mich auf dich. Wir machen wahrscheinlich mit Stochastik ein bisschen weiter. Schau gern weiter vorbei. Und dann sehen wir uns. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.